Dzień dobry Państwu. Weronika Guten Gadniska-Brodzik Tag. jest Fundacja imienia Janusza Kurtyka. Janusz Mam zaszczyt Kurtyka Stiftung. Państwa Ich habe die gratulować große Ehre, Sie einzuladen Projektu zu Kerner dem Historii Treffen Świeżego, im Rahmen des Kerner Projekts Körner der Geschichte Konferenz. 3.0 Zostało ono Stafette der Generationen, zorganizowane przez organisiert durch die Janusz Fundację Kurtyka Stiftung Imienia Janusza Kurtyki und Polski. die Polonia Stiftung, die Sekretariat Föderation der Polen Zgruppowanej in Österreich. Das heutige Treffen ist dem 340. Jahrestag des Entsatzes von Wien gewidmet und wird von Herrn Professor Rafał Kowalczyk gehalten. Ich begrüße unsere heutigen Gäste, Herrn Professor Rafał Kowalczyk, Professor der Universität Łódź, Dozent für Wirtschaftsgeschichte, zeitgenössische Geschichte und Autor vieler Publikationen, die im In- und Ausland ausgegeben wurden, darunter 40 Artikel und 12 Bücher. Guten Abend, Herr Witam Państwa. Professor. Pan Łukasz Płoski, dyrektor Biura Fundacji Herr imienia Janusza Kurtyki. Dzień Łuszek, dobry. Łukasz Dzień Płoski, dobry, bardzo mi miło. Direktor des Büros der Spotkanie Janusz moderować Kurtyka będzie pan Stiftung. Andrzej Das Kępa, Treffen wird Herr przewodniczący Andrzej Delegacji Kempa Polskiej, moderieren, der prezes Vorsitzende der Światowej Rady Föderation Sportu der Polen in Polonijnego, Österreich, aktywnego Vorsitzende des społecznym, Sportverbands przedsiębiorczym, der Polonia kulturowym, und organizator i współorganizator wielu wydarzeń, łącząc sport, Mitveranstalter und kulturę i Veranstalter sport. vieler Dzień dobry. Veranstaltungen, die Dzień Kultur, dobry, witam Wirtschaft und Państwa, dzień Sport dobry. miteinander integrieren. Guten Abend, Projekt guten Abend. Kerner Historii Das Świeżego, Etap Projekt Szkoleń, Körner der finansowane przez Geschichte wird Kancelarię Generalnej finanziert aus Ministrów Mitteln Prawa der Kursu, Kanzlei des Polonii, Polacy, Vorsitzenden des Zagranicy Ministerrats im 2023. Rahmen des Partnerem Partner Wettbewerbs Kultur, Polen im Sportu, Ausland Wirtschaft, PRM. 2023. Proszę o zabranie głosu pana Ich Łukasza bitte nun Płoskiego, Herrn dyrektora Biura Professor, Fundacji Herrn Imienia Łukasz Płoski, den Janusza Kurtyki. Bardzo dziękuję za Direktor przyznanie głosu. unseres Büros, Dziękuję bardzo. To moje das krótkie Wort zu ergreifen. przedstawienie. Vielen Zacznę od Dank. tego, że Ich przyjemne beginne dla mnie być w takim gronie. damit, dass Z jednej ich es mir strony eine sehr ekspertów, angenehm ist, z mich in drugiej diesem strony illustren Expertenkreis zu befinden, einem Kreis, gospodarczej, odważnej jednostki der społecznej. sehr gut Natomiast weiß, was gdybym ehrenamtliches jedno Engagement z pytań bedeutet. z ramienia fundacji rozpocząć Und ich möchte właśnie projektowi, dieses Treffen im przedstawiając Rahmen der tym Stiftung Państwu beginnen, kilka słów, indem ich Ihnen kurz darstelle, warum wir uns heute spotkamy hier sehen. Das heutige przedstawicieli Treffen ist wielu Teil eines wieloletniego programu breiteren, eines größeren Programms oder Projekts, das wir als Piwo Körner der Mama, Geschichte którego bezeichnen. celem Ein Programm, jest dessen budowa Ziel es ist, polskiej in diaspory na der świecie, polnischen Diaspora auf der Welt ein bycia Bewusstsein ambasadorem aufzubauen, Polskości. das Bewusstsein Ponadto jest celem Botschafter promowania Polens und des identyfikacji Polentums Polaków zu sein, w die Polonii, Polen und die Polonia zu animieren, aby była damit, blisko dass Polskości, sie aby nahe am promować Polentum ją bleibt wspierać und bereit i ist, das świadczyć o niej wśród Polentum społeczeństw zu fördern zagranicznych. unter den Ja Gesellschaften proponuję w tym roku weltweit im Ausland. przeżywać ten Unser projekt Projekt i hat każda nun edycja seine dritte Ausgabe in wspierając diesem Jahr Kancelarię Prezydenta und Polski jede dieser przygotowywała Ausgabe hat kolejne seine Unterstützung projekty. von Dzięki der temu Kanzlei des Vorsitzenden mogliśmy des Ministerrates erhalten, worüber wir uns projektowi sehr kilkuletni freuen, horyzont denn auf finansowania diese Weise oraz konnten wir dem stworzyć Projekt einen szereg nowych projektowych mehrjährigen kursów Finanzrahmen akcelerator projektu. garantieren, Z jednej strony mamy sodass wir państwowa durch sieć unterschiedliche ośrodków Maßnahmen unijnych, diese która to Ziele podstawa. realisieren können. Wir Jest haben to ein Netz nasze środowisko unterschiedlicher działania, Polonia-Organisationen, das ist das sieć Milieu, in działalności dem wir partnerów, unterwegs partnerów, sind, in którymi dem wir uns współpracujemy bewegen. ze specjalistą Und dank networkingu Frau na całym Monika świecie, Bricky, die poszerzamy grono Spezialistin partnerów, ist in diesem dzięki Projekt, którym erweitern wir ten projekt unsere może się rozwijać. Partnergruppe, weshalb sich Natomiast das nie Projekt erweitern jest to jedyna kann. aktywność. Aber das ist nicht die einzige Dzięki Aktivität im sieci Rahmen des Projekts. budujemy, Dank des organizujemy takie Netzes spotkania jak organisieren dzisiejsze, wir auch solche tworzymy Treffen wie das także heutige. bazę artykułów Wir schaffen auch internetowych, eine które mogą być Basis wykorzystywane von przy promocji polskości. Internetartikeln, die bei Tutaj jest der jedyna Bewerbung szansa, und aby nasze Förderung des młode pokolenie Polentums przeciwdziałać promowaniu do genutzt werden pokoleń können. młodych Wir versuchen, die polskości. junge Generation hier auch ganz Drodzy Państwo, besonders für die Idee des Polentums zu animieren. to dzisiejsze spotkanie Unser heutiges Treffen związane jest ist z verbunden odsieczą wiedeńską mit dem i Entsatz byłoby von możliwe Wien, tylko und wsparcie das wäre nicht naszego möglich partnera, ohne die Federacji Unterstützung Polaków w unseres Austrii Partners, i
Föderation der Polen in Österreich. Und dafür danke ich sehr herzlich dem Herrn Vorsitzenden Andrzej Kemper, der unser alter, fester und vertrauter, bewährter Partner ist. Und wir danken Ihnen für Ihre heutige Anwesenheit. Wir danken für die Anwesenheit unseres Experten, Herrn Professor Rafał Kowalczyk von der Universität Lodz. Dank dem unser Treffen heute auf allerhöchsten fachlichen, inhaltlichen Niveau stehen wird. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als das Wort dem Moderator zu übergeben und Sie auffordern, interessiert zuzuhören. Vielen herzlichen Dank. Ich muss mich auch noch revanchieren im Namen meiner Organisation, der Janusz Kurtyka Stiftung, für die Möglichkeit, die sie uns gegeben hat, zu partizipieren an dieser wichtigen Veranstaltung in diesem Jahr, wo der 340. Jahrestag des Entsatzes von Wien zu feiern ist. Und Sobieski ist bisher noch nicht nach Krakau zurückgekehrt. Wir liegen also hier in Österreich noch in der Zeit. Dank unserer Zusammenarbeit, dank unserer Tätigkeit im Namen des Projekts Körner der Geschichte 2.0, in diesem Jahr 3.0, können wir nicht nur unsere Ereignisse erweitern um eine Reihe von Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Woche der polnischen Kultur, die, wie bereits erwähnt, eben den 340. Jahrestags des Entsatzes vor Wien würdigen wird. Aber zurück zu unserem heutigen Treffen. Ich freue mich, das Wort Herrn Professor zu übergeben. Aber ich möchte vorher noch unterstreichen, dass wir nach unteren Gesprächen und der Analyse des Materials, das Herr Professor Kowalczyk uns übergeben hat, in eine lebendige Form anbieten möchten. Und wir werden das Webinar in drei Teile aufteilen. Erstens die Darstellung der politischen Situation unmittelbar vor dem Krieg, vor der Schlacht und der Ereignisse, die damals in Europa stattgefunden haben. Danach kommen wir zu dem Marsch der Armeen Richtung Wien und dem Beginn der Schlacht von Wien. Und im letzten Teil des Webinars wird Herr Professor Kowalczyk die Konsequenzen dieses großen Sieges besprechen. Dass aber noch kein solcher Sieg war, wie wir uns vielleicht erträumt hätten. Zum Schluss möchte ich Sie gerne dazu ermuntern, Fragen zu stellen, an der Diskussion teilzunehmen. Und ich wünsche Ihnen ein angenehmes Webinar, ein angenehmes Zuhören. Und ich gebe Ihnen, Herr Professor, das Wort. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, vielen Dank für dieses großartige Thema, das jedem Polen sehr am Herzen liegt, umso mehr als der Jahrestag des Entsatzes von Wien irgendwie verläuft in einer nicht besonders vertieft gefeierten und zelebrierten Atmosphäre, was schade ist. Aber natürlich das Jahr 1683 und der Entsatz von Wien ist ein Ereignis, das nicht in der politischen Vakuum stattgefunden hat, sondern verwurzelt war sowohl in der Innenpolitik der Republik Zweier Nationen als auch der politischen Gesamtwetterlage, Johann III. Sobieski war ein bedeutender Politiker, aber die Konfiguration, in der er sich befand, war eine solche, dass er vor allen Dingen darauf achten musste, zu kämpfen um die Restitution der Position der Adelsrepublik. Und seit vielen Jahren, bevor er den Sieg vor Chocim einfuhr, war er ein Anhänger des französischen Flügels in der Adelsrepublik.
Denn die Vorstellung vom Krieg in der Mitte des 17. Jahrhunderts, diese systemische Wandel, die Oligarchisierung der Adelsgesellschaft und die Situation nach den Jahr 1648, nach dem Aufstand im Osten, dem Krieg gegen Schweden und dem Krieg gegen Russland, funktionierte Johann Sobieski in diesem System. Er war ein Magnat und er war auch der Meinung, dass die Restitution der Macht der Rzeczpospolita bedeutet, dass diese Kraft auch im Ostseeraum vertreten sein muss, weshalb er sich mit König Ludwig dem 14. Von Frankreich verband und tatsächlich ein der Leader dieser französischen Partei in der polnischen Adelsgesellschaft war. Er befand sich dadurch in einer schwierigen Situation, denn die meisten politischen Eliten, angefangen von Dmitri Wischniowiecki, dem oder Hetman der Krone, oder Pats, dem Hetman von Litauen, und vielen anderen Namen, dem Wojewoden von Krakau und Trzebicki, Erzbischof von Krakau, und das waren die Anhänger der Habsburgischen Partei. Und also seit 1678 versuchte Johann Sobieski, sich einzubinden durch seine starke Position um den Kampf um Preußen königlichen Anteils. Kämpfte um die Ausdehnung der polnischen Einflüsse an der Ostseeküste, im Ostseeraum. Und er dachte natürlich auch an dynastische Konsequenzen und eine Fortsetzung der Regierung seines Hauses in der Zukunft und eine feste Position, Grundausgangsposition für die Aufrechterhaltung der Krone der Adelsrepublik der Rzeczpospolita zu haben. Hier herrschte damals die Habsburger Option, reduzierte das Militär, das Geld. Johann III. Versuchte, sich einzubinden in einen Krieg, der in Europa stattfand, zwischen Ludwig dem 14. und der auch als französisch-holländischer Krieg begonnen hatte, in den sich dann die Mark Brandenburg und natürlich Leopold, also die Habsburger und die spanischen Habsburger einschalteten. Natürlich war Schweden ein Bündnispartner Frankreichs. Und Johann Sobieski wollte das auf die für ihn am möglichst besten Weise ausnutzen. Als das Bündnis gefasst wurde in Jaworów mit Ludwig dem 14. Ein weiteres Bündnis war der Vertrag von Danzig mit den Schweden, als die Schweden sich verpflichteten, alle brandenburgischen Eroberungen an Johann den 3. Sobieski abzutreten, als ein Faktor, dass Preußen königlichen Anteils zurückkehren sollte. Und Johann der 3. Sobieski schaltete sich jetzt in die intensive Politik im Ostseeraum ein, denn auf diese Weise konnte die Adelsrepublik hier die Politik, die Geopolitik dieses Raums ändern hätte können oder ändern könnte, wenn sie Preußen in ihren Einflussbereich oder Machtbereich gebracht hätte. Die unter der Führung von Lubomirski hat die polnische Armee die Kampagne in Ungarn unterstützt.
auch unter Unterstützung des Nuntius, des päpstlichen Nuntius, also eine ganze Plejade, aber gleichzeitig musste Johann Sobieski sich auch die Rückfront sichern und vor allen Dingen sich auch der Loyalität Russlands versichern. Und im Jahr 1668 begann er diesbezügliche Verhandlungen, die sehr, sehr schwierig waren. Und er versuchte hier nach dem Tod von Ivan Sirko hier nicht den Kosaken eine Autonomie anzubinden. Und vor allen Dingen rechnete er auf Frankreich, dass Frankreich hier die Unterstützung unter den Magnaten vergrößern könnte im Bereich des französischen Partei unter der Adelsgesellschaft durch einen für die Rzeczpospolita günstigen Frieden mit der Türkei. Leider verließ Ludwig der 14. jetzt seinen Bündnispartner Johann den 3. Sobieski und das Element der Nordpolitik in seiner Ostpolitik, die ihm nicht mehr nötig war, auch gegenüber Brandenburg, dem Hauptopponenten dieses Bündnisses mit Frankreich und auch Schweden, also völlig hier eine Niederlage seiner Diplomatie erlitt, sodass die Diplomatie es nicht gelang, das Schwedisch-Pommern aufrechtzuerhalten. Und das war ja eine wirkliche Niederlage, die größte Niederlage, die Sobieski damals hätte passieren können, denn er war bewusst, dass die pro-französische Stellung, Position für die Adelsrepublik und auch sein Geschlecht, die Familie Sobieski, die auf den, denn er rechnete ja darauf, den Thron seinem Sohn Jakob zu übergeben in seiner dynastischen Planung, und auch seine Frau, die uns allen bekannte Marischenka, optierte dafür, aber Ludwig der 14. hielt sie für seinen Untertanen und wollte ihrem Vater keinerlei Apanagen zuerstatten. Deswegen im Jahr 1679 lag die profranzösische Politik in Scherben. Johann Sobieski hatte keinen Ausweg. Er musste seine Politik auf Österreich übertragen. Und der Grundlage war eine Frage, dass die Rzeczpospolita nach Unterzeichnung des Friedens von Konstantinopel ein sehr enttäuscht war darüber, dass sie, dass Frankreich ihr nicht geholfen hatte, sie im Stich gelassen hatte und aufgrund des Waffenstillstands von Jurawno dieser Frieden funktionierte. Auf diese Weise und in diesem Zusammenhang realisierte Sobieski sehr erfolgreich seine Politik, indem er eine Gesandtschaft nach Wien schickte. Ludwig der 14. ignorierte die polnische Gesandtschaft, indem er sagte, dass es nicht in seinem Interesse läge, diese Ideen des polnischen Königs zu unterstützen, die seine Interessen in der Levante entgegensprachen. Leider reichte er auch keine besonders große Unterstützung, weder in Wien noch in Rom. Der Papst beschloss Geld zur Unterstützung der polnischen Armee zu schicken, wenn im Gegenzug Johann Sobieski einen Frieden mit Russland schließt. Und wie sich herausstellte, gelang das nicht, denn seit dem Jahr 1678 gab es einen Krieg zwischen der Türkei und Russland, und die Russen lag überhaupt nicht an diesen politischen Spielen, sondern nur daran, dass Johann Sobieski die
die Bestimmungen des Waffenstillstands von Andruschowo unterzeichnet, so dass im Jahr 1682 Sobieski den vollkommenen Sieg der pro-habsburgischen Partei entgegennehmen musste. Morstin, der eine der Vertreter dieser neuen pro-französischen Partei war, wurde des Verrats angeklagt. Es gelang ihm natürlich zu fliehen, aber der König hatte nun grünes Licht für einen gemeinsamen Schlag gegen die Türken. Das natürlich war der Entsatz von Wien, das Bündnis zwischen Österreich und der Tschechoslowakei, der im März unterzeichnet wurde und am 17. April bereits ratifiziert, hatte die Tschechoslowakei eine für ihre Verhältnisse ausgesprochen große Armee von über 16.000 Soldaten, darunter eine sehr große Kavallerie, so dass Johann III. Sobieski tatsächlich ein anerkannter Heerführer war und von seinen verschiedenen Schlachten, wie etwa bei Chotim, als er die türkischen und kosakischen Schlachten Kampfkräfte besiegt hatte. Infolgedessen war die türkische Armee, die Richtung Österreich vorgerückt ist, begann einen sehr wichtigen großen Feind zu haben. Sobieski war von den Habsburgern wurde sehr stark dafür überredet, so schnell wie möglich sich für den Entsatz von Wien zu entscheiden. Denn die Türken unter Wesir Kara Mustafa griffen Wien an und die Truppen Polens, also der Krone, die von Sobieski aufgestellt wurden, waren bereits Anfang Juni natürlich sehr starke Kampfeinheiten. Die litauischen Kräfte zählten 10.500 Säbel, aber wurden erst etwas später aufgestellt. Und das depressionierte die deutsche Seite, depressionierte die Rolle Polens oder die Rolle Sobieskis bei dem Kampf um Wien bis zum ersten Tag der Schlacht von Wien. Warum? Weil Sobieski Wien rettete. Er sagte immer seinen Mitarbeitern, dass es besser ist, auf dem österreichischen Gebiet Territorium zu kämpfen, als Krakau verteidigen zu müssen. Und der Fall von Wien wäre die gesamte Situation in Mitteleuropa destabilisiert, weshalb er mit voller Kraft, mit vollem Einsatz hier die Hilfe für Wien und für Leopold leisten musste, der natürlich einen Interessenkonflikt gab zwischen Leopold und Sobieski um die Position in Österreich, um die dynastischen Fragen. Dennoch gelang es eben, diese große Armee aufzustellen. Im 19. Jahrhundert wurde in österreichischen Quellen gesagt, dass die polnischen Kräfte 14.000 Säbel hatten. Marian Kupiel, einer der großen Geschichtsschreiber, der sich mit dem Entsatz von Wien und dem Krieg beschäftigt hat, eine Zahl von 25.000 angegeben hat. Wie ich bereits gesagt habe, waren diese Kräfte vor allen Dingen auf die Kavallerie konzentriert. Das heißt, Abteilungen der Husaren, 20.700
leichte Reiterei, also Tataren, Husaren. Und das war eine leichte Reiterei. Der dritte Sobieski war sehr von seinen Partnern aus Wien, aus der Habsburger Monarchie und von Leopold inspiriert, gebeten, geradezu angefleht, so rasch wie möglich nach Wien vorzurücken. Wien wurde tatsächlich am 15. Juli umschlossen. Der Kaiser musste die Stadt verlassen. Und das waren dann schon die im letzten Moment, als er überhaupt die umschlossene, belagerte Stadt noch belagern konnte, während Sobieski aus Wilanow über Rawa Masowiecki, Masowiecka und den Klarenberg in Częstochowa, wo er sein Gelöbnis leistete, die Türken zu besiegen und den christlichen Glauben zu verteidigen. Und am 29. Juli befand er sich in Krakau. Mitte August waren die polnischen Streitkräfte versammelt. Und zu Beginn September zog die Avantgarde aus Bielsko über Böhmen Richtung Wien. Der König selbst zog erst am 15. September mit den Hauptstreitkräften August. Jabłonowski ein paar Tage später, dem es sehr daran gelegen war, alle polnischen Streitkräfte in Olmütz zu bündeln. Dabei ging es darum, dass das gesamte Heer von ihm geführt wird. Es war wichtig, dass die gesamten polnischen Streitkräfte unter dem Befehl von Jan Trzeci Sobieski standen, was auch darauf zurückzuführen ist, dass es interne Auseinandersetzung in Polen gab, auch nach dem Sieg von Johann dem Dritten Sobieski bei Chocim. Wie gesagt, die Beziehungen zu Österreich waren sehr gut, auch deshalb, weil die Österreicher wollten, dass der polnische König möglichst schnell nach Wien kommt und die belagerte Stadt schützte. Kara Mustafa, dem türkischen Wesir, fehlten nur einige wenige Tage, um die Hauptstadt der Habsburger Monarchie nach der Belagerung einzusetzen. Und so hatte Johann III. Sobieski nicht nur die Habsburger Monarchie gerettet, sondern auch das Christentum. Er hatte die Türken aus ganz Mitteleuropa verdrängt. In Olmütz, wo sich die polnischen Truppen trafen. Sie gelangten später nach Brünn. Der Marsch der polnischen Truppen wird in der Geschichtsschreibung oft schlecht dargestellt. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass das Abkommen zwischen den Österreichern und den Polen nicht eingehalten wurde. Entsprechende Vorräte, entsprechende Lager mit der Verpflegung, die notwendig war, wurden nicht eingerichtet.
Die Böhmen wiederum haben ihre Produkte zu hohen Preisen verkaufen wollen und das führte natürlich dazu, dass die Soldaten vor allen Dingen im hinteren Teil der polnischen Truppen, die dafür zuständig waren, um die Verpflegung der Truppen sich zu sorgen, dabei kam es oft zu Übergriffen. Man könnte behaupten, dass dieser Marsch nach Olmütze vor allen Dingen in Böhmen zu diesen Ereignissen führte. In Schlesien, also noch etwas früher, sah das besser aus. In vielen Schreiben, die an den König gerichtet wurden, wurde der Herr König angehalten, möglichst schnell voranzuschreiten und möglichst schnell nach Wien und in die Umgebung von Wien zu gelangen. Am 3. September konnte Johann der Dritte Sobieski sich mit den Befehlshabern mit Karl von Lothringen unter anderem sich treffen und er sagte klar und entschieden, er wird die Streitkräfte führen. Er ist der Befehlshaber. Das hat dazu geführt, dass Leopold sich dagegen weigern wollte und als es klar war, dass Johann der Dritte Sobieski Befehlshaber sein sollte. Leopold wollte sich ihm nicht unterordnen, auch dadurch, dass Johann der Dritte Sobieski der König der Adelsrepublik, aber ein gewählter König gewesen ist. Und das führte wiederum Leopold zum Schluss, dass er höher in der Hierarchie der Monarchen stehen sollte. Deshalb kam es zur Begegnung mit Leopold erst nach der Schlacht. Bei der Vorbereitung zur Schlacht gab es keinerlei Informationen, es gab keine Karten. Dadurch mussten die polnischen Truppen oft improvisieren. Johann Sobieski war damit sehr unzufrieden. Er hat aber die eigenen Truppen eingeteilt und entsprechende Aufgaben vergeben. Johann der Dritte Sobieski stand auf der rechten Flanke, in der Mitte die Deutschen und Karl von Lothringen auf dem zweiten Flügel. Kara Mustafa befand sich im Zentrum gegenüber von Karl von Lothringen, der zweite türkische Befehlshaber. Kara Mustafa, der türkische Wesir, der oft seine Gegner gemordet hatte, aber nicht nur seine Gegner, auch bei internen Auseinandersetzungen ist er oft so vorgegangen. Er wusste, dass Johann der Dritte Sobieski und seine Truppen heranrücken, aber die Türken haben sich darauf keineswegs vorbereitet. Im Grunde genommen hatten sie den Sieg von Johann dem Dritten Sobieski erleichtert. Er konnte natürlich diese Chance nutzen, da er die entsprechende Erfahrung hatte. Die Türken haben sich auf die Belagerung konzentriert. In der Geschichtsschreibung
ist man der Überzeugung, dass Wien als Stadt noch nur noch einige Tage in der Lage gewesen war, sich vor der Belagerung zu wehren. Vielleicht nur 3 Tage. Johann der Dritte Sobieski hat aber diese Chance wahrgenommen und die Schlacht, die am 12. September begann, entschied das Schicksal von Wien. Der Entsatz von Wien war vollkommen, vor allen Dingen am Nachmittag des 12. September. Die Kavallerie, und deshalb war es für die Verbündeten so wichtig, dass die polnische Kavallerie, die Husaren, möglichst zahlreich erscheinen. Sie haben im Grunde genommen das Zentrum der Türken besiegt. Die Türken wurden sehr schnell besiegt in einem Tag. Die Verluste der Türken lagen bei ca. 15.000 Soldaten. Das war ein großer Sieg, ein hervorragender Angriff der polnischen Truppen, aber dieser Sieg hat im Grunde genommen nicht die Gefahr seitens der Türken beseitigt. Denn die Türken waren noch stark genug, um weiter vorzudringen und weiterhin die Habsburger Monarchie zu bedrohen. Johann der Dritte Sobieski hatte natürlich Erfahrungen aus früheren Kämpfen gegen die Tataren und die Türken. Deshalb hat er sich am 12. nicht entschieden, in das türkische Lager vorzudringen, weil er befürchtete, dass sie in einen Hinterhalt geraten könnten. Es hat sich aber herausgestellt, dass die Türken so schnell zurückweichen mussten, dass das Lager verlassen wurde. Das wiederum führte dazu, dass so große Teile des türkischen Lagers in polnische Hände gelangte. Karl von Lothringen und alle, die sehr wohl verstanden, dass ohne der polnischen Truppen, ohne des Entsatzes wäre es nicht möglich gewesen, die Stadt zu retten, waren dem polnischen König sehr dankbar. Die polnischen Soldaten, Offiziere wurden sehr gut in der Stadt begrüßt. Po prostu wojska polskie ówcześnie za Jana III Sobieskiego bardzo polnischen Streitkräfte, das polnische Heer, wurden sind oft im östlichen Stil gekleidet und deshalb wurden sie manchmal nicht als polnische Truppen erkannt. Auch die Kleidung von Johann dem III. Sobieski lehnten an Vorbilder aus dem Osten, aus dem Osmanischen Reich an. Deshalb wurden auch die polnischen Truppen zusätzlich gekennzeichnet, dass sie als Polen wahrgenommen werden. Mit Strohhalmen wurden sie unter anderem markiert, gekennzeichnet. So war das. Die Freude über den polnischen Sieg verging sehr schnell, insbesondere deshalb, weil Politik ins Spiel kam. Der Sieg von Johann III. Sobieski und der Triumph des polnischen Heers gefiel Leopold nicht. Deshalb hat er nicht
Johann den Dritten Sobieski empfangen wollen. Letztendlich kam es zu dieser Begegnung, aber Leopold hatte den polnischen König und seinen Sohn vor allem nicht begrüßt. Das war für Johann III. Sobieski aber sehr wichtig. Er begrüßte auch nicht die Hetmanen, die polnischen Hetmanen und polnischen Offiziere auf eine Art, die ihnen eigentlich nach diesem Sieg gebühren würde. So sah diese Begegnung, diese Begrüßung aus. Also eine sehr kühle Begegnung und nach dem 15. September haben die Habsburger die Bedeutung von Johann III. Sobieski heruntergespielt. Nichtsdestotrotz, trotz dieser kühlen Begegnung war der polnische König sich eines bewusst. Er wusste, dass er auf den Pfad des Krieges gegen die Türkei entschlossen sich begeben hatte. Er hatte ganz klare Ziele und es waren auch ganz andere Ziele als die der Habsburger und des Kaisers Leopolds. Und das führte natürlich auch zu dieser Art der Beziehung zwischen beiden Monarchen. Johann III. Sobieski war der Meinung, dass als er sich in diesen Kreuzzug engagierte, er sah diesen Krieg als Kreuzzug, er kämpfte um die Bedeutung Polens, um die Bedeutung des Christentums. Er hat sich dafür eingesetzt, dass Europa, Mitteleuropa, nicht vom türkischen Halbmond besetzt wird. Aber natürlich ebenfalls wichtig war, nachdem es ihm klar wurde, dass er Teile Preußens nicht wieder erlangen kann, wollte er vor allem um Gebiete in Ungarn kämpfen. Das war für ihn wichtig, um Polen als eine Macht in Mittelosteuropa darzustellen. Darüber hinaus wollte er auch seinen Traum auf diese Art und Weise umsetzen und eine Dynastie in Polen gründen, wenn es ihm gelingen würde, für seinen Sohn Ungarn als ein Gebiet durch eine Huldigung zu übernehmen. Johann III. Sobieski hat sich deshalb auch entschieden, fast sofort in Richtung von Pest sich zu begeben. Wichtig ist hierbei, dass nur Polen sich in den polnischen Streitkräften befanden, die der litauische Teil, der Anteil an den Streitkräften, obwohl es, wie gesagt, 10.500 waren, sie gelangten erst im November in die Region und diese waren Streitkräfte, die auf ihrem Weg vor allen Dingen durch Gewalt sich bemerkt machten. Sie nahmen also am Einsatz kaum teil. Kosaken nahmen am Einsatz teil. Es waren ungefähr
150 Soldaten und diese kämpften an der Seite von Sobieski. Aber wie gesagt, das waren nur einige wenige 150. Sie haben sich den Kämpfen allerdings angeschlossen, beteiligt und auch mit Ruhm bedeckt. Der Entsatz von Wien ist ein Symbol der Verteidigung des Christentums vor dem Islam, die Schlacht von Parkane. Diese Schlacht wurde beim Marsch in Richtung Pest ausgetragen. Die Schlacht bei Parkane, die von Sobieski als die wichtigere Schlacht angesehen wird und auch in der Geschichtsschreibung gibt man ihm Rechte. Am zweiten Tag der Schlacht bei Parkane hat die Türkei die Möglichkeit verloren, die Habsburger Monarchie erneut anzugreifen. So stark wurde sie hier besiegt. Es war ein Zeitpunkt, zu dem Sobieski den größten Sieg feierte. Die Schlacht bei Parkane wurde an zwei Tagen, drei Tagen vom 7. bis 9. Oktober 1683 ausgetragen. Die Truppen der Avantgarde, ungefähr 1000 Soldaten, wurden von den Truppen des Osmanischen Reiches angegriffen und sie haben dieses Gefecht verloren. Und hier wurde klar, in welcher schwierigen Lage sich Sobieski befand. Dieses Gefecht, das verloren wurde am 7. Oktober, führte dazu, dass die Deutschen, dass die kaiserlichen Befehlshaber, insgesamt waren das 32.000 Soldaten, haben sich fast darüber mit Schadenfreude gefreut, dass Sobieski dieses Gefecht verloren hat. Jablonski und andere der Gegner von Sobieski konnten keinen Hehl daraus machen, dass sie sich über diese verlorene Schlacht, diese verlorene Gefechte freuten. Das führte oder das ist darauf zurückzuführen, dass Sobieski auch aufgrund von Auseinandersetzungen in der internen Politik in einer schwierigen Lage sich befand. Und hier ging es auch darum, dass die Rolle von Sobieski verringert wird, die Bedeutung verringert wird und dass nicht er als Befehlshaber des Kreuzzuges gegen die Türken gilt. Am 9. Oktober haben fast 36.000 der Türken sich aufgestellt. Auf Seiten des Bündnisses befanden sich ungefähr 32.000 Soldaten. Die Schlacht wurde gefochten. Über 9.000 Soldaten haben die Osmanen verloren. Viele wurden verletzt. Viele flohen vom Schlachtfeld. Und das war ein sehr starker
ein sehr bedeutender Sieg gegen das osmanische Imperium. Und die Türken haben später nie wieder Wien bedroht, das europäische Christentum. Parkane sind also zu einem Symbol gewachsen. Die Türken mussten zurückweichen. Gesiegte haben diejenigen, die sich auch an der Heiligen Liga später beteiligten. Sobieski, so wie das bereits gesagt wurde, hatte die Kampagne nicht bei Parkane abgeschlossen, sondern er hatte sich weiter in den Osten bewegt, in Richtung der slowakischen Gebiete, der ungarischen Gebiete. Und der Kreuzzug wurde etwas später abgeschlossen. Die litauischen Kräfte haben sich erst später an den Kreuzzug angeschlossen. Und wie gesagt, sie sind auf ihrem Weg, auf ihrem Marsch sehr gewaltsam gegen die zivile Bevölkerung vorgegangen. Und von daher sind sie sehr oft auf eine schlechte Art und Weise für beschrieben. Der Sieg von Sobieski von 1683, die gesamte Kampagne, hatte vor Sobieski viele Möglichkeiten eröffnet. Möglichkeiten, die er versuchte zu nutzen. Und ja, die Chancen dazu bestanden, aber innerhalb von 3 Jahren hat sich viel verändert. Er hätte sich in den Krieg gegen den Halbmond engagieren können. Aber um das zu tun, musste er ein Friedensabkommen mit Russland abschließen. 1983 hatte Sobieski, stand er als Sieger da. Konnte damit auch das Abkommen mit Russland stark prägen. Er versuchte auch die Kosaken bei seiner Auseinandersetzung mit den Türken zu nutzen. Die Kosaken haben sich über den Sieg gefreut. Die Kosaken haben Nemirov eingenommen. Das war ein kosakischer Aufstand. Dann später Jampol. Hadzi Geraj hat aber den Aufstand der Kosaken niedergerungen. Nach dem siegreichen Jahr von 1683 führte zum Bündnis vom 5. März 1684. Und hier möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass als die Heilige Liga, Venezia, Rzeczpospolita, Schlacht. die Heilige Liga, das Abkommen unterzeichnete wurde seitens Polen, Johann Sobieski und Leopold I. Und der Papst hatte dieses Abkommen herbeigeführt, weil die Unterschiede zwischen Wien und Wilanów waren so groß, dass überhaupt heutzutage man sich wundern könnte, dass es überhaupt zu diesem Abkommen kam. Der Entsatz von Wien war eine sehr positive Entwicklung für die polnische Adelsrepublik und auch für die Position Polens in
Mittelosteuropa und für sie auch eine Chance, den Impass zu überwinden, nachdem er sich auch entschlossen hat, aus der Ostseepolitik und der Möglichkeit, dort Teile von Preußen wieder zu erlangen, sich zurückgezogen hat. Aber es war auch der Anfang der Probleme der polnischen Adelsrepublik. Sobieski wollte ganz einfach das Hospodarstwo Moldau vassalisieren für seinen Sohn. Und er wollte auch die sehr guten Beziehungen aufrechterhalten mit Ungarn, mit Tokale und Leopold I. war aus diesem Grund sehr unzufrieden. Aber Sobieski in der Glorie des Sieges konnte nun tatsächlich einen großen Geldbetrag für den Ausbau des Militärs aufwenden. Aber nach dem Feldzug nach Moldau setzte dann schon der Beginn der Niederlage ein, denn man begann zu sehen, dass die Adelsrepublik ein Problem hat mit der Infanterie. Und deshalb war es sicherlich nicht das Problem, eine große Kavallerie aufzustellen, aber um Kamieniec, Podolski wieder zu erlangen, Buczak, was natürlich ein bisschen neutralisierte nach dem nicht besonders günstigen Friedensschluss von Konstantinopel, wirkte alles, dass die polnischen Streitkräfte nicht in der Lage waren, Kamieniec zurückzuerobern, denn sie verfügte ganz einfach nicht über die nötigen Kräfte, die Artillerie auf einem zu niedrigen Niveau. Polski hatte sich sehr gut bei dem Entsatz von Wien bewährt, aber die Polen hatten ganz einfach keine entsprechend gut ausgebildete Infanterie und Artillerie, um diese Festung, wo die Türken saßen, zurückzugewinnen. Infolgedessen war Sobieski der Ansicht, dass es galt, in Pokutien anzusetzen gegen die Horde von Budżak, das Hospodarstwo von Moldau zu vassalisieren. Und Leopold war davon überhaupt nicht erfreut, weil er dachte, dass Sobieski dann ohne Problem Adrianopol zu besetzen imstande sein würde, was gegen die Interesse des Kaisers war. Und die Oligarchen, die Magnaten der Opposition, nahmen ohne Probleme den Feldzug an, den Sobieski in diesen Krieg schickte. Aber leider, dieser Feldzug veränderte alles. Dieser Feldzug im Jahr 1686 endete mit einer Niederlage. Denn vor allen Dingen das Wetter machte nicht mit. Die Türken haben ihre Festungen sehr effizient verteidigt und die ganze Kampagne, der ganze Feldzug endete eigentlich an den Ufern des Prut. Als er nach Wilanow zurückkehrte, der König, war die Situation
schon eine völlig veränderte. Leopold I. war inzwischen nicht mehr der Ansicht, dass Sobieski eine Bedrohung für ihn darstellen würde und die Vorherrschaft, die in einem Kreuzzug gegen die Türken spielen würde. Und trotz der guten Beziehungen zu Ungarn war die Position der Rzeczpospolita nicht die beste, nicht die stärkste. Sobieski war nach wie vor der Ansicht, dass die dynastische Politik, die er betrieb, die Chance hatte, umgesetzt zu werden. Und er betrieb diese dynastische Politik weiter, während er sich schon auf den nächsten Feldzug nach Moldau vorbereitete. Aber schon dieser erste Feldzug hatte die Position der Adelsrepublik beschädigt. Denn Sobieski hätte jetzt hier eine gelöste Situation im Osten gebraucht. Denn die Russen in Situation des Sieges von Sobieski bei Wien waren noch bereit gewesen, hier zurückzustecken. Aber in der Situation, als Sobieski das Kriegsglück verliss in dem Feldzug nach Moldau im Jahr 1684 begannen die Russen bereits auf einen Friedensschluss zu drängen, was für Sobieski eine Niederlage darstellte. Und das war der Beginn des Niedergangs der Adelsrepublik, weil Sobieski, obwohl er es nicht wollte, ungewollt dazu gezwungen wurde, diesen Friedensschluss zu unterzeichnen, der ihm aufgezwungen wurde, vor allen Dingen auf den Wojewoden von Posen, Schmiertowski. Aber der Friedensschluss von, also der Waffenstillstand von Andruschow, und der bedingte, dass die Russen sich in die internen Angelegenheiten einzumischen begannen und die Möglichkeit auf diese Weise sich stellte, und sozusagen die Obhut über die verfolgten Anhänger der Orthodoxie auszuüben. Moskau, wie wir wissen, begann damals sich bereits als drittes Rom zu betrachten und das Moskauer Patriarchat begann insofern zu dominieren auf den Ost, in den Ostgebieten der Adelsrepublik, sehr stark untergeordnet dem Moskauer Patriarchat, denn das Kiewer Patriarchat zählte damals nicht, war nicht mächtig genug. Also es war eine große Niederlage, aber nicht aus der Schuld Johannes des Dritten Sobieski. Er wusste, wenn er dieses oktroyierten Waffenstillstand nicht unterzeichnet, dann wird Russland angreifen und konzentrierte sich auf den Kampf gegen die Türken und nicht den Kampf gegen Russland. Und dieser Friedensschluss wurde unterzeichnet. Tatsächlich war das Jahr 1686 eines, das den Glauben Sobieskis an den Sieg der polnischen Truppen verifizierte. Er führte jetzt hier ein zweifaches Spiel.
Der Hospodar von Moldau ergab Sobieski zu verstehen, dass er für die Rückkehr des Christentums war, andererseits, dass er auch Türken und Tataren bereit gewesen wäre, um Hilfe zu bitten. Und er wusste ja auch, dass er vom Thron gestoßen würde, wenn Sobieski Erfolg gehabt hätte in Moldau und Walachei, denn er wusste, das wäre eine Prämie, die der Realisierung seiner dynastischen Pläne geholfen hätte. Auch sein Glaube an die Tataren erwies sich als illusorisch. Das Krimkhanat war sich ja durchaus bewusst, wie die aktuelle Situation aussieht, wie die Staatsräson für das Krimkhanat aussieht. Das war damals Ende des 17. Jahrhunderts schließlich kein Bereich, nicht mehr der Bereich, der noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts funktioniert hatte, der also damals noch Moskau hatte einnehmen können, einen großen Rolle spielen können, das Vermächtnis von der Goldenen Horde übernehmen, etc. Dieses Krimkhanat war zu diesem Zeitpunkt bereits sehr schwach. Sobieski war deshalb der Ansicht, dass die Tataren ihm gewogen sind. Nun, Hadschi Giray und auch bei Parkane zum Beispiel, aber er wurde dafür des Throns beraubt. Und Giray wollte auch nicht gegen die Polen kämpfen, aber er wusste, dass in dieser Situation die Versprechen Sobieskis illusorisch sind. Denn er konnte, wenn er versprach, das Krimkhanat würde eine Obhut durch den polnischen Staat haben, nun sicherlich also irrationale Erwartungen waren. Region des Schwarzmeers konnte also ließ sich nicht mehr würde unterworfen werden, entweder durch die Reste der Goldenen Horde oder durch Moskau oder durch Polen. Und wie man weiß, Polen erwies sich als sehr gefährlicher Aggressor im 18. Jahrhundert und das bedingte auch in größeren oder geringen Maße, dass Vassalismus der Porta und das erwies sich für Sobieski, also der Erwerb der Donaufürstentümer als Niederlage. Auch seine Politik, die sich weiter richtete. Er war ja auch inspiriert vom Papst und hatte dessen Unterstützung, um einen natürlichen Feind der Türkei zu gewinnen, nämlich Persien. Aber tatsächlich hatten die polnischen Gesandten sehr schlechte Erfahrungen in den Kontakten mit Persien und tatsächlich war die ganze Heilige Allianz nicht übereinstimmend, hier Verhandlungen aufzunehmen. Die polnischen Gesandten versprachen Suleiman alles, was nur irgendwie möglich war, die Hilfe der Heiligen Allianz. Aber warum der natürliche Feind nicht gegen die Türkei vorstieß und die Situation einfach nicht zu wissen wusste, die nach der Niederlage der Türken vor Wien eingetreten war. Warum? Nun deshalb, weil Politik in die Politik sich wieder Frankreich einmischte, das nicht zulassen durfte, dass die Türkei zerstört würde. Und Suleiman wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Vielleicht hätte die Türkei so viel verloren wie ganz einfach 300 Jahre später.
Und Frankreich hat diese Situation tatsächlich sehr geschickt ausgenutzt, die Position des Wesirs Persien ausgenutzt. Und Suleiman hatte Angst, gegen die Türkei vorzustoßen, wodurch die Türkei weitere 150 Jahre überdauern konnte. Denn die Idee Sobieskis, gegen die Türkei über das Krimkhanat vorzugehen, inzwischen nicht mehr möglich war, ebenso wie über die Donaufürstentümer. Und das war eine Chance auf einen Sieg, also den Gewinn der moldauischen Territorien und die Zerstörung der Position der Türkei sehr groß war, die sie für die nächsten 150 Jahre sich noch erhalten konnte. Leider ist das nicht gelungen, aber natürlich war die Position Sobieskis damals so ungemein groß, dies eben der Löwe von Lachistan tatsächlich, also mit ihm die Hoffnung verknüpft wurde, die Türkei zu bezwingen und Armenien zu befreien. Das Jahr 1686 hat sich leider eben nicht mit einem Sieg Sobieskis abgeschlossen, sondern es war eine Niederlage der Adelsrepublik, leider Gottes. Und eigentlich konnte Sobieski nun nicht mehr nach der Hegemonie greifen und eine größere Rolle in der Heiligen Allianz gegenüber den Habsburgern zu spielen. Die Habsburger waren zu diesem Moment ganz einfach bereits zu sehr erstarkt. Nun, das war das Ende eigentlich einer solchen Politik, einer polnischen Politik, die es verstanden hätte, die Position Polens in Mitteleuropa wiederherzustellen. Sobieskis Politik wurde tatsächlich von seiner Frau Marischenka fortgeführt, nur dass sich sehr bald herausstellte, dass sie auf die Seite des pro-französischen Partei wechselte. Während schon der Tod Johanns des Dritten Sobieskis und die nächste Königswahl die komplette Erosion des polnischen Staates und der dynastischen Pläne der Sobieskis zeigte, obwohl Ludwig der 15. große Anstrengungen unternahm. Alles war garantiert. Prymas Radziejowski erkannte eigentlich an, und ein großer Teil der Schlachter, dass die Achsenmächte es nicht erlaubten. Sie bestachen Bischof Dembski und das beendete das Ende der Politik Johanns des Dritten und der Adelsrepublik gegenüber der Türkei, die Adelsrepublik gewann zwar die verlorenen Gebiete wieder, einschließlich Kamieniec-Podolski, aber das war nicht mehr diese Republik aus den Zeiten Sobieskis, eine, die sich auf Saprera gegenüber den
Vertretern der Familie Patz stützte und am Prut aufgehalten wurde. Und die Krone Sobieskis war nicht in der Lage, die ganz starken Magnaten auf ihre Seite zu ziehen, die die Stützpfeiler der späteren Politik waren. Und deshalb endete das Geschlecht des Sobieskis seine Herrschaft mit ihrem einzigen königlichen Vertreter, Johann dem Dritten Sobieski. Und in diesem Moment begann die Adelsrepublik zu verfallen und sich in den dritten nordischen Krieg zu engagieren, der sich für Polen als verhängnisvoll erweisen sollte. Herr Professor, vielen Dank für diese schöne Geschichte, in der Sie uns geführt haben, durch diesen gesamten Zeitraum vom Beginn der Vorbereitungen zur Schlacht vor Wien über den Entsatz selbst bis hin zu der Periode, die danach einsetzte. Bevor vielleicht auch unsere Hörerinnen noch Fragen stellen, möchte ich selber die Gelegenheit ergreifen und nachzufragen, was der Jahrestag des Entsatzes von Wien für Europa, für unser Vaterland, für die Verteidigung des Glaubens bedeutet. Ist es uns damals tatsächlich gelungen, das Vaterland zu erretten, oder ist das ohne eine dauerhafte Politik aus der Perspektive der 340 Jahre, die seitdem vergangen sind? Wie sieht unsere Situation aus der Bürger Europas, der Bürger Polens im Kontext der Verteidigung des Glaubens, in die sich damals Sobieski und die mit ihm verbündeten Kräfte engagiert hatten. Nun, das ist ein ganzer Fragenkomplex, aber ich danke dennoch sehr dafür. Und damals war der Entsatz eine Verteidigung des Vaterlandes. Denn was wäre passiert, wenn Wien gefallen wäre? Und das wäre unter die Unterstützung der polnischen Truppen sicherlich der Fall gewesen. Dann wären die Türken weiter in Richtung Europa vorgedrungen. Die Rzeczpospolita wäre umzingelt gewesen und hätte sich nun in einer weitaus schwierigeren geopolitischen und militärischen Situation befunden. Wir hätten nicht, so wie die Habsburger, starke Bündnispartner gehabt. Der Kurfürst von Brandenburg hat doch nur darauf gewartet, die Schwäche des Landes auszunutzen, die Moskowiter genauso. Deswegen war der Gewinn dieses Sieges für das Vaterland und für Europa ein ganz enormer. Wir sehen aus der historischen Perspektive, was auf den Gebieten passiert ist, die von der Türkei unterworfen wurden. Und das war das Gegenteil von unserer Idee Europas. Eine Zerstörung eigentlich der europäischen Idee, eine schwere Situation, ob mit einem politischen Ereignis man sich Stabilität und Sicherheit erwirken kann. Nein, damals hat Sobieski sich und dem Vaterland Sicherheit gewährleistet. Er hat Europa gerettet, er hat Habsburg gerettet. Er wusste, das sind Feinde, dass Leopold der Erste sein Hauptadversant ist, aber er war dennoch der Meinung, dass es besser ist, auf österreichischem Territorium um Wien zu kämpfen, als Warschau oder Krakau verteidigen zu müssen. Und im Zusammenhang damit war die Adelsrepublik ein Staat, der leider so war, dass er ja oligarchische Strukturen hatte. Und diese oligarchischen Connections wussten, ich kann das als Beispiel nennen, in Mitte des 17. Jahrhunderts
Rakocze, Bogusław Radziwiłł, der Kurfürst von Brandenburg, der König von Schweden, sie alle wollten die Rzeczpospolita teilen. Die Oligarchen dagegen, und das war ein großer Sieg für das Vaterland, aber das, dass es Sobieski, wenn Sobieski vielleicht die Donaufürstentümer vassalisiert hätten, dann hätte er durch eine stärkere Machtposition interne Reformen einleiten konnte. Und ohne diese inneren Reformen erwies sich die Rzeczpospolita als zu schwach, sodass in dem Moment, als Peter der Große Karl den XII. Bezwang, konnte Polen ohne reguläre Truppen, bewaffnete Truppen mit der Idee ihrer alten Adelsrepublik, die immer davon ausgegangen war, dass reguläre Truppen quasi den Beginn einer Despotie darstellen. Nun, in dieser Situation wurde die Rzeczpospolita willen- und führungslos. Und erst die Herrschaft des letzten Königs, eine Erweckung des Volkes und eine Rückkehr des Glaubens an unseren nationalen Stolz und die Möglichkeit, den polnischen Staat aufrechtzuerhalten, geführt hat. Wie sieht es heute aus? Heute kämpfen wir, haben wir immer noch den Kampf zwischen der westlichen und der östlichen Zivilisation. Das, was wir heute in der Ukraine verfolgen, ist ja eigentlich eine Kopie der Situation, die wir damals hatten. Sobieski verteidigte die westliche Zivilisation. Heute haben wir einen etwas anderen Charakter, aber Moskau ist derselbe geblieben. Sobieski war auch der Ansicht, dass es leichter ist, mit den Türken zurechtzukommen irgendwie, da sie letzten Endes doch ehrlicher und aufrichtiger sind als mit den Moskowitern. Der Wojewode von Posen, Schmintewski, hat das sehr stark als seine großen Niederlage empfunden. Aber er hatte keinen Ausweg, denn er zählte auf einen Sieg im Kampf gegen die Türken. Also noch einmal, es war ein großer Sieg in der Verteidigung Polens, des Vaterlandes, Europas, des Christentums, so wie wir es gesehen haben, also der westlichen Zivilisation. Wenn Wien damals nicht gewesen wäre, hätte vieles sicherlich sehr anders ausgesehen, aber ohne innere Reformen hatte Polen keine Chance auf Stärkung. Sie hätte sich weiterentwickeln müssen und ihr Verteidigungssystem ausbauen müssen. Und daran hat es leider nach dem Tod Sobieskis gemangelt hat. Und deshalb kam es dann später zu den polnischen Teilungen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Antwort war, ob es in Ihrer Frage tatsächlich darum ging. Ja, ich denke, dass dieser Vergleich der Situation, die Sie eben vorgenommen haben, der Situation vor 340 Jahren mit der heutigen geopolitischen Position, sieht man ja wieder, dass es die hoffnungslose geopolitische Position Polens ist, der der Fluch dieses Landes ist. Aber man könnte auch darüber nachdenken, ob Polen als ein fortschrittliches Land, als ein intern kohärentes, konsolidiertes Land für seine Nachbarn nicht vielleicht ein besserer, stetiger Partnerschaft gewesen, auf den man in schwierigen Situationen zählen kann, als ein instabiler Land, der zum Gegenstand des Begehrens eigentlich aller unserer Nachbarn wurde. Darf ich? Natomiast czy ta dojrzałość polityczna istnieje?
Jest Ja, coś jeszcze? sicherlich. Das hing natürlich von der politischen Reife unserer Partner ab. Aber eine Gleichberechtigung, das ist nur ein Ideal, eine Idee. Der Kampf ging eigentlich immer darum zu dominieren. Sie haben gefragt, warum der Entsatz von Wien von Beginn an so benachteiligt wurde, ihre Bedeutung herabgespielt wurde, auch unseren Partnern. Das hing auch damit zusammen, dass viele Mitspieler auf der internationalen Bühne nicht wollten, dass Polen ein starkes Land war. Deshalb bin ich auch der Überzeugung, dass wenn wir auf das Bruttoinlandprodukt schauen, auch heute, dann hat Polen die Chance, die Rolle zu übernehmen, die ihr in diesem Teil Europas gebührt. Eingangs haben Sie erwähnt, auch mit einer gewissen Traurigkeit, dass dieser 340. Jahrestag dieses Jahr nicht hervorgehoben wurde. Für mich als Polen, der im Ausland lebt, oft Polen besucht und der die Geschehnisse in Österreich betrifft, so wurde der 330. Jahrestag und vor allem auch der 333. Jahrestag viel intensiver begangen. Dieses Jahr fand nur wenig aus diesem Anlass statt. Dabei wäre es wichtig, eine gewisse Haltung der Polen hervorzuheben, um auch zu zeigen, welche Bedeutung Polen historisch gesehen hatte. Das mag wundern. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das heute zu analysieren. Aber ich wäre sicherlich daran interessiert, von Ihnen zu erfahren, wie Sie das sehen. Aber bis heute wird dieser Sieg bei Wien nicht auf eine entsprechende Weise hervorzuheben. Polen auch. Es gibt kein entsprechendes Denkmal von Johann den Dritten Sobieski. 150 Kosaken, ungefähr diese 150 Kosaken haben viele, vielleicht nicht Denkmäler, aber viele Zeugnisse ihres Schaffens, ihrer Teilnahme an diesem Feldzug. Ja, sicherlich ist es so, dass niemand in unseren Namen unsere Errungenschaften darstellen wird, unsere Erfolge, unsere Siege. Wir sollten versuchen, die Rolle, die Bedeutung Polens und die von Johann Sobieski hervorheben, vor allen Dingen, wenn es um die Befreiung Europas vor der türkischen, vor der osmanischen Flut. Ich glaube, ein gutes Beispiel sind hier die Amerikaner, die jeden Erfolg in der
ihren Erfolg als großen Sieg oder jeden Sieg als großen Erfolg darstellen können. Sicherlich finde ich es schade, dass das in diesem Fall nicht geschieht. Das sollte eigentlich aussehen, aber Sie wissen ja selbst am besten, wie der Jahrestag dieses Jahr gefeiert wurde. Und vor allen Dingen, wie der Sieg, wie der Entsatz von Wien dargestellt wird. Vor allen Dingen wird dabei natürlich die Sicht der Habsburger genutzt und dargestellt. In Wien gibt es einen ukrainischen Briefmarkensammlerverein. Ich weiß nicht, ob es so einen polnischen Verein gibt. Dieser ukrainische Verein hat zum Anlass des 300. Jahrestags Postkarten und Einzelbriefmarken herausgegeben, teils als Verein, teils in Zusammenarbeit mit der österreichischen Post. Auf der polnischen Seite gibt es solche Initiativen leider nicht. Die Zusammenarbeit mit Österreich verläuft nicht allzu gut. Von daher freue ich mich sehr über Ihre Anmerkung, dass wir uns vor allen Dingen darauf konzentrieren sollten, unsere eigenen Dinge darzustellen, hervorzuheben, unsere eigene Geschichte. Das Einzige, was ich uns wünschen könnte, dass wenn Initiativen aufgegriffen werden, dass diese Initiativen unterstützt werden und nicht auf eine negative Art und Weise. Ich weiß nicht, ob das welche Begründung es dafür gibt. Sicherlich sollten wir vereint stark versuchen, uns zu positionieren, vor allen Dingen bei der Darstellung unserer Geschichte. Parkane, die Schlacht bei Parkane, das war der letzte große Sieg der Husaren. Später wurden kaum Siege der Husaren mehr gefeiert. Ich sehe leider keine Fragen in unserer Q&A. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass Ihr Vortrag sehr detailliert, sehr auf eine sehr komplexe Art und Weise vieles dargestellt hat. Ich habe viele interessante Dinge erfahren. Ich hatte einige Fragen vorbereitet, aber die Antworten auf die Fragen fielen bereits in Ihrem Vortrag. Deshalb meine zusätzlichen Fragen. Ich möchte mich nichtsdestotrotz bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mit Ihrem Wissen uns zur Seite standen. Und ich hoffe, dass wir uns auch noch eher als in 10 Jahren treffen könnten, dass wir über Sobieski diskutieren und über viele andere historische Ereignisse. Vielen Dank. Es ist für mich eine Ehre gewesen, diesen Vortrag halten zu dürfen. Der Entsatz von Wien ist ein wichtiges Ereignis, auch für mich persönlich, und deshalb habe ich mit großer Freude diesen Nachmittag, diesen Abend mit Ihnen verbracht. Vielen Dank. Ich möchte jetzt das Wort an die Vertreterin, an die Projektkoordinatorin der Kurtyka-Stiftung, Frau Veronika Gawińska-Brulikis, übergeben. Vielen Dank für Ihre Beteiligung und für Ihre Förderung, und ich hoffe, dass wir uns in Kürze treffen werden. Auch ich möchte mich meinerseits herzlich bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herrn Kemper, und bei Ihnen, Herr Professor Kowalczyk. Vielen Dank für die Zusammenarbeit. Ja, die Aufnahme wird in Deutsch und in polnischer Sprache zur Verfügung stehen. Ich bitte Sie nur um ein wenig Geduld. Ich bedanke mich
sehr herzlich bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich möchte Sie dazu ermutigen, unsere Videomaterialien auf unserem YouTube-Kanal sich anzuschauen. Ich möchte Sie auch bereits heute zu einem weiteren Ereignis einladen. Dieses Ereignis wird im Rahmen desselben Projektes stattfinden, bereits am Samstag, am 2. Dezember, 11 Uhr polnische Zeit. Das wird ein Vortrag von Professor Jacek Pietrzak sein über Westerplatte, ein Symbol des polnischen Heldentums. Sie sind herzlichst dazu eingeladen. Vielen Dank und bis bald.